Tode gestorben, doch ich, da waren Depressionen und Sorgen auf meinem Weg. Ängste an jedem Morgen, doch okay, kein Problem. Okay, wir gehen rein. Ich heiße alle hier recht herzlich willkommen, die heute hier am Start sind. Ich freue mich immer sehr auf Newcomer-Streams. Newcomer-Streams, das ist für mich so ein bisschen... Gib die Kohle her! Das macht einfach Dammt so Spaß. Das, also mir macht natürlich Streamen auch generell Spaß, ne? Aber dieses Ding, dass man auf was reactet, wo man überhaupt keine Ahnung hat, was auf einen zukommt, das ist einfach schön. Ey, Milo One, hör auf hier Zeilen zu posten, die sind alle für mich. Beim Bondage sagt sie mir, das Kabel schneidet in die Epidermis, aber ich verbinde lächelnd weiter eine Sekretärin. Das ist mir zu viel, das verstehe ich nicht. So, genau, wir gehen rein. Ich weiß nicht, wenn du hier im Chat bist, melde dich gerne, lieber Morty. Morgen danach. Das geht bestimmt in eine Säuferrichtung. Da bin ich zu haben. Morty ist da, dafür bin ich zu haben. Okay, Morty, was geht ab? Du weißt, wie es ist. Liebe geht raus. Ich sag meine ehrliche Meinung. Wenn ich es scheiße finde, finde ich es scheiße. Meine Meinung ist hier nichts Persönliches, sondern bezieht sich regelrecht auf das Produkt hier. Rein da. Und das fängt ein bisschen so, das fängt so dreamy, das fängt so ein bisschen so dreamy-mäßig an. Das mag ich, diese Sounds, diese dreamy Vibes. Und anhand deiner Adlibs, deiner hey, 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 klingt es für mich so, als könntest du gut singen. Rauch zieht sich wie Fäden durch den Raum, in dem wir stehen, sich das vernebelt. Augenblicke ähneln traumatischen Szenen, vielleicht ist es ein Käfig. Boah, kennt ihr diese Tracks, wo ihr nicht genau wisst, wie ihr im Takt nicken sollt? So fühle ich mich gerade hier. Rauch zieht sich wie Fäden durch den Raum, in dem wir stehen, sich das vernebelt. Augenblicke ähneln traumatischen Szenen, vielleicht ist es ein Käfig. Tränen brechen aus der Hülle in die Stille, nur verdeckt durch die lächelnden Lippen. Man sieht sie in Schwäche verrinnen und tief in den Herzen verschwimmend entschwinden. Keine Luft in dem Raum, spür im Dunkeln den Hauch einer Zukunft, doch auch wenn die Blut... Boah, Digga, okay, nice, Alter. Ich hab wirklich, ich wollte, normalerweise hätte ich fast gesagt am Anfang, das ist mir zu wir war, das ist mir zu durcheinander, das ist mir zu komplex irgendwie alles so, ne? Aber dann hatte ich, während ich das gehört habe, an Kendrick Lamar gedacht und an A$AP Rocky oder gerade Kendrick Lamar, der macht auch so ganz oft diese Dinge, die so nicht im Takt sind, sagen wir mal, oder wo es so schwer ist mitzunicken, wo du erstmal so gar nicht die Struktur checkst. Und dann kam der Drop hier so und das ist nice, Digga. Vielleicht ist das ein Käfig. Tränen brechen aus der Hülle in die Stille, nur verdeckt durch die lächelnden Lippen. Man sieht sie in Schwäche verrinnen und tief in den Herzen verschwimmend entschwinden. Das ist auch nice aufgenommen. Das ist auch nice, dass diese Stimmlage im Hintergrund da dem Dessen verschwinden. Da ist so eine hohe Stimmlage, auch das liebe ich bei Kendrick Lamar. Der macht es auch oft. Die lächelnden Lippen. Ich mag das, wie es aufgenommen ist. Man sieht sie in Schwäche verrinnen und tief in den Herzen verschwimmend entschwinden. Keine Luft in dem Raum. Das ist auch diese keine Luft in dem Raum. Als allererstes, es gibt mir so ein bisschen Lance Butters Vibes. Dieser Beat und auch wie du reinkommst, so, wenn der Rap hat losgeht. Keine Luft in dem Raum. Spür im Dunkeln den Hauch einer Zukunft. Doch auch wenn die Blutung im Bauch niemals stoppt, gehen irgendwann die Mundwinkel rauf. Auch wenn es stundenlang braucht. Da ist sehr saudope gerappt. Das ist auch saudope gerappt, Digga. Auch diese Un, au. Stundenlang braucht. Richtig schön gerappt, Digga. Man, interessanter Flow auch so. Schöne Reimsetzung, schöne Reime, so. Nice Betonung. Wirkt auf mich sehr professionell direkt auf Anhieb, Digga. Die Blutung im Bauch niemals stoppt, gehen irgendwann die Mundwinkel rauf, auch wenn es stundenlang braucht. Deshalb gehen die Mundwinkel rauf, auch wenn es stundenlang braucht. Diesen stundenlang braucht. Ich mag halt wie. Ich mag das. Normalerweise ist der stundenlang braucht. Reim direkt Mundwinkel rauf, stundenlang braucht. Das wäre so im Takt, so auf die 4. Der stundenlang braucht. Reim kommt normalerweise so auf die 4. Weißt du, wie ich meine? Aber du machst noch so ein. Auch wenn es Stunden. Du hast noch so einen Stolperer rein, dass diese stundenlang braucht. So in die nächste Teile erst droppt. Geh die Mundwinkel rauf, auch wenn es stundenlang braucht. Und das ist. Ich finde das nice. Ich finde es wirklich nice, Digga. Reinsetzung hat was von Motrip, Ivan. Motrip ist ja so dieser, Motrip ist so dieser AABA-Reimer. So. Motrip hat, also kann schon sein, dass sich das an Motrip erinnert. Also natürlich kann das, ich kann ja nicht sagen, ja, also mich erinnert es jetzt nicht an Motrip, aber ich kann das schon nachvollziehen, warum du so denkst. Aber Motrip ist halt unvergleichlich. Motrip ist unfassbar krass halt so. Motrip in seiner Prime, so zu Embryo und Mama-Albumzeit, todeskrass, Digga.
todeskrass. So, deswegen eigentlich unvergleichlich. Aber das ist sehr, sehr nice hier. Die Blutung im Bauch, niemals Stopp gehen, irgendwann die Mundwinkel rauf. Auch wenn es stundenlang braucht. Und das Stab in die Mitte meines Selbst, das ist Liebe. Steck die Klinge in mein Herz, das ist Liebe. Bist du mir nur irgendetwas wert, ist das Liebe. Die Klinge in meinem Herz, das ist Liebe. Bist du mir nur irgendetwas wert, ist das Liebe. Ich finde dieses, bist du mir doch irgendetwas wert, das ist Liebe. Ich weiß, wo du hin willst. Ich finde auch so Aufhänger geil, diese Emotion damit reinzubringen, dieses Aggressive, dieses Leidende und so. Ich finde aber, du klingst ein bisschen verhalten hier. Ich finde, die Stelle hättest du richtig schreien können. Richtig, richtig. So, man hört am Mike, dass du dich ein bisschen zurückhältst. Zumindest kommt es mir so vor. Aber vielleicht wolltest du es auch genauso. Aber ich wäre ja, trotzdem es stabil. Gibt keinen Rausch ohne Konsequenz, wenn wir beim ersten Getränk schon an morgen denken. Es gibt keinen Rausch ohne Konsequenz, wenn wir beim ersten Getränk schon am morgen denken. Es gibt keinen Rausch ohne Konsequenz, Dicker. Das ist so ein Spruch, den könntest du dir eigentlich als Tattoo hintertätowieren lassen. Das ist so, also den würde ich zum Beispiel machen, so rein theoretisch, weil ich hinter diesem Slogan voll stehe, Dicker. Das ist schön gesagt, weil das ist, entspricht auch zu 100% der Wahrheit, Dicker. Es gibt keinen Rausch ohne Konsequenz. Boah, ich hab's heute noch nicht gerafft. Ich bin besser darin geworden, mir, wenn ich abends was trinke mit Freunden oder so, irgendwann so zu sagen, so, okay, dein Sohn ist um 6 Uhr wach, du musst morgen früh raus und so, ne, du hast keinen Bock auf Kater, trink jetzt nix und so. Früher war das so, keine Ahnung. Ich musste morgens früh arbeiten, egal, Alter, nachts um 2 noch rumgepeppt und gib ihm so drauf geschissen und am nächsten Morgen immer wieder gegen die gleiche Mauer gelaufen. Alter, während man in dem Rausch ist, denkt man so, naja, das wird schon irgendwie so, ne, stehst morgen auf, geht schon irgendwie, aber wenn der morgen kommt, Digga, Feierabend. Es gibt keinen Rausch ohne Konsequenz. Nice. Es gibt keinen Rausch ohne Konsequenz, wenn wir beim ersten Getränk schon an morgen denken. Liebe berauscht dich im zwielichten Raum und die Zweifel beginnen, wo Sorgen enden. Dope, 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 da haben wir das AABA-Reimschema. Dope, dope, dope. Morgen denken. Liebe berauscht dich im zwielichten Raum und die Zweifel beginnen, wo Sorgen enden. Verschwommen. Liebe taucht auf in einem zwielichten Raum und die Zweifel taucht auf, wo die Sorgen enden. Liebe berauscht dich im zwielichten Raum und die Zweifel beginnen, wo Sorgen enden. Sehr dope gerappt, sehr, sehr dope, Digga. Gefällt mir. Sowohl von der Message her, auch von der Wortwahl, so zwielichter Raum und so. Das ist jetzt nicht ganz so krass, dieses Vokabular, wo du so denkst, okay, krass, Alter, was ist der Typ von Brain? Aber das ist auch nicht diese 0815-Artikulation und das... Ich finde das sehr, sehr nice. Also das ist wirklich, der Stream beginnt sehr gut. Das ist ein richtig stabiles Ding, Digga. Verschwommene Bilder und traumgleiche Szenen, doch endet das kotzend im Bad und der Kopf schmerzt so stark. Nie wieder trinken, nein, nie wieder lieben, aus Angst vor dem Morgen danach. Und ich trinke immer weiter. Und ich trinke mal zu schnell, zu viel, das Falsche. Und ich finde, also ich mag das, Digga. Es ist nicht so ganz gerade gesungen und es ist nicht so 100% dieser 10 von 10 Vibe, aber es ist authentisch. Ach. Es ist authentisch so. Was mir auffällt so, ich bin halt scheiß Perfektionist bei sowas, ne? Ich hätte es entweder so lange aufgenommen, bis es sitzt, oder ich hätte es im Nachhinein geschoben, aber ich hätte irgendwas gemacht, aber ich hätte es niemals so abgegeben, so, ne? Aber so ist jeder anders so, aber der Drop auf die 1 ist halt nicht on point, Digga. Du bist, vom Timing her ist es nicht on point. Und ich trinke immer weiter. Guck mal, das Weiter muss nochmal direkt auf die Kick. Die Kick ist logischerweise, was heißt logischerweise, in den meisten Fällen die 1 hier, auch in dem Fall. Und das war weiter und das weiter. Oh je, Digga, ich lese die Subbombe gleich vor. Das Weiter hätte meiner Meinung nach perfekter gepasst oder besser gepasst. Es wäre ästhetischer, wenn es direkt auf die 1 kommt. Aber manche mögen auch diesen roughen Sound, Digga. Wieder lieben aus Angst vor dem Morgen danach. Und ich trinke immer weiter. Und ich trinke mal zu schnell, zu viel. Du sagst, der Rimshot ist zu laut. McEvil? Ich weiß nicht. Alter, ich brauch mal echt eine Brille. Ich überleg erstmal, ob das ein. Ich trinke mal zu schnell, zu viel. Ja, wahrscheinlich schon. Finde ich aber gar nicht. Das Falsche. Und ich trinke immer weiter. Freshes Outfit, Boy. Der Karl Kani tragende Boss. Und ich trinke immer weiter. Und ich trinke immer zu schnell, zu viel, das Falsche. Ich mag das, ich mag den Vibe. Das ist so, ich kann jeden verstehen, der sagt, das ist irgendwie nicht so gerade gesungen und das eiert ein bisschen und schäppt und so, auch wenn es keiner gesagt hat hier, aber es gibt bestimmt Leute, die sagen das so. Und ich würde denen nicht, gar nicht groß widersprechen können, aber ich finde es trotzdem sau nice. Der legt auch eine Melodie an den Tag, die mir halt so sehr, sehr die gefällt mir sehr. Und ich trinke mal zu schnell, zu viel, das Falsche. Und ich trinke immer weiter, weil das Brennen in meinem Herz niemals erlischt. Dope, dope, dope.
gut, Digga. Gefällt mir sehr gut. Ich muss an meine heutige Therapiesitzung denken. So, ich habe ja jeden Mittwoch Therapie. Und wir gehen gerade die ganzen Persönlichkeiten von dem Jannis durch, ne? Jiggys Gebt die Persönlichkeiten, Kohle ne? her! In mir stecken ja, Dammt jedem von uns nochmal! stecken ja mehrere Personen, so Charakterzüge, und wir stellen die halt als Person dar. Und es gibt den einsamen, traurigen Jannis. Es gibt den ängstlichen Jannis. Und es gibt den I don't give a fuck, ich bin ein bad motherfucker Jannis, so, ne? Und heute habe ich mich auf Stühle gesetzt, ne? Lieber Therapeut, ich sag Ihren Namen nicht, aber wenn Sie das sehen, die Sitzung heute war wirklich wieder à la Bonheur. Und ich lerne gerade diese ganzen Charaktere kennen. Und der I don't give a fuck bad motherfucker Jannis ist auch, haben wir heute auch gesprochen, der Jannis, der halt einfach ein bisschen zu oft Alkohol trinkt, vielleicht so ein bisschen zu oft aus der Realität flieht und so, der den Vater gewordenen Jannis, der mittlerweile Ende des Monats 33 wird, das Familienvater ist, hier Frau und Kind, für Frau und Kind zu sorgen hatte, so. Der Badass Motherfucker Jannis stellt den vielleicht manchmal so ein bisschen ins Abseits, und die rangeln immer so ein bisschen so, ne? Der Badass Motherfucker Jannis, Alter, der will einfach sein Leben genießen. Wisst ihr, wie ich meine? Er will sich voll tanken, er will Spaß haben, so. Und der Song passt dazu, weil er ist hier der Badass Motherfucker Morty. Rauchschwaden und die Fu Und dieser Song steht auch mit dem erwachsenen Morty in Konflikt. Weil er weiß ja, er sagt, er trinkt zu viel. Da, 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 da. Und er sagt ja auch kein Rausch ohne Konsequenz. Also es ist schon so, es ist schon so eine kleine Pro- und Kontraliste. So, die gute und schlechte Seiten vom Trinken. So. Seine Persönlichkeiten streiten sich ein bisschen. Niemals erlöscht. Rauchschwaden und diffuses Licht können kaum Ah, nicer. Rauchschwaden und nice. erlöscht. Guck mal, wer reinkommt. Rauchschwaden und diffuses Licht können kaum ahnen, ob es eine Zukunft gibt. Wollen den Rauschplan, doch ist der Fusel nicht. Eure Traumware, sondern pures Gift. Du kannst. Traum starten. Das ist richtig dope gerappt. Gibt. Wollen den Rauschplan, doch ist der Fusel nicht. Eure Traumware, sondern pures Gift. Du Wollen den Traum starten, doch ist der Fusel nicht. Eure Traumware. Wollen den Rausch starten, doch ist der Fusel nicht. Eure Traumware, sondern pures Gift. Traumware, sondern pures Gift. Mit diesen 8 Silben kommt er halt die ganze Zeit rein. Die ersten 4 Zeilen auf diese Dau-Daben-Dabba-Dube-Dip. Au-A-E sind die ersten 3 Silben und die zweiten sind U-E-I. Au-A, das ist nice. Der Typ, Alter, ist nice. Zukunft gibt, wollen den Rauschplan, doch ist der Fusel nicht. Eure Traumware, sondern pures Gift. Du kannst mich aufhören, denn es schmeckt so gut für dich. Und anfangs merkst du die Blutung nicht. Doch wurde dem göttlichen Nektar was zugemischt, dass irgendwann mal dein Herz wie eine Kugel trifft. Das ist so nice gerappt. Blutung nicht, doch wurde dem göttlichen Nektar was. Wurde dem göttlichen Nektar was zugemischt. Schöne Wortwahl auch. Also, der Typ holt mich ab. Also, das kann auf jeden Fall was, so, Digga. Das ist sowas, das fällt so unter die Rubrik. Er hat jetzt das Glück, sag ich mal, oder mehr, keine Ahnung, scheiß drauf, ob es mir gefällt oder nicht so, ne? Aber in meinem Fall, mir gefällt es. Und es gibt bestimmt Leute, die sagen, das gefällt mir nicht. Aber das ist so diese Rubrik. Du kannst nicht sagen, dass das wack ist, Digga. Du kannst es nicht sagen. Es ist nicht wack. So, du, entweder es gefällt dir oder halt nicht, aber, oh, hier ist Redrox. Klingt das für mich nur scheiße und der Flow her und der Beat? Ja. Ja, weiß ich nicht. Ist ja alles Geschmackssache, aber für mich ist das sehr dope. Mich aufhören, es schmeckt so gut für dich. Und anfangs merkst du die Blutung nicht. Doch wurde dem göttlichen Nektar Nektar was was zugemischt, dass irgendwann mal dein Herz wie eine Kugel trifft. Drink in der Hand, bitterer Geschmack, doch die Kehle ist trocken, vergifte die Seele und quäle mich doch nur, um etwas vom edlen Tropfen des Lebens zu kosten. Sehr dope, also da ist auch für mich, ich mag auch, er hat so die ganz dezenten Flow-Switches, so, das ist nice, man. Das ist alles sehr souverän, das ist alles sehr, sehr fresh. Keine Liebe ohne Rausch, kein Leben. Keine Liebe ohne Rausch, also dieser Halftime leicht aufbieten. Um etwas vom edlen Tropfen des Lebens zu kosten. Keine Liebe ohne Rausch, kein Leben ohne Liebe. Kein Ziel, das den Durst stillt. Kein Drink ohne Gift, bei dem nicht die Dosis zu hoch ist, weil du ihn im Sturz gibst. Sie bricht dir das Herz und du eine andere Flasche an. Doch sag mir, ist es. Sie bricht dir das Herz, aber du eine andere Flasche an.
gibst. Sie bricht dir das Herz und du eine andere Flasche an. Doch sag mir, ist es das wert, wenn der Kater dich trifft und du merkst, du bist innerlich leer? Du lebst den Traum, doch träumst du und bist oft gestorben im Schlaf. Nie wieder trinken, nein, nie wieder fühlen, nie wieder lieben. Ich bin so ein Idiot. Ich achte manchmal auf Dinge, das fällt wahrscheinlich keinem Arsch ein. Es ist so hängen geblieben bei mir manchmal. Träumst du und bist oft gestorben im Schlaf? Wisst ihr, was mich gerade stört? Ich glaube ja wirklich manchmal, dass ich ein Autist bin. Und ich will mir jetzt auf Diagnosen nicht um mich schmeißen oder ADS habe. So, ich habe ja bald meinen Termin und da wird alles ans Tageslicht kommen. Aber mich triggert das gerade, dass sie eine Adidas-Jogginghose in eine Nike-Tasche stopft, Digga. Es gibt so Dinge, die gehen nicht, Digga. Adidas und Nike kannst du nicht kombinieren. Es geht nicht, in keiner Art und Weise. Und guck mal, das ist nur diese Mini-Frequenz und mir ist direkt aufgefallen, Digga. Hängen geblieben. Nie wieder trinken. Richtig hängen geblieben. Nein, nie wieder fühlen, nie wieder lieben, aus Angst vor dem Morgen dann. Aber sorry. Und du merkst, du bist innerlich leer, du lebst den Traum, doch. Es ist gar keine Nike-Tasche. Träumst du und bist oft gestorben im Schlaf, nie wieder. Oder? Wieder trinken, nein, nie wieder fühlen, nie wieder lieben, aus Angst vor dem Morgen danach. Und ich trinke immer weiter. Das ist, ey, der Einstieg kommt auch nice. Und ich trinke immer weiter. Nach. Aber der Drop auf die 1, Alter, geht da jemand mit mir? Und ich trinke immer weiter. Die Kick kommt zu spät oder der Einsatz zu früh. Und ich trinke immer zu schnell, zu viel, das Falsche. Und ich trinke immer weiter. Ah, ich finde es schön. Ich finde es richtig schön. Ich neige mich dazu zu wiederholen, aber manchmal, ich muss ja auch nicht immer so mir irgendwas aus den Fingern saugen wie Schnittwundenblut, um mir irgendwas Fachsimplischeres zu ballern. So. Das ist einfach, mir gefällt der Vibe sehr. Ich hatte es gerade kurzzeitig irgendwie so, irgendwie hatte ich einen kurzen Max-Herre-Vibe gerade. Meine Welt vor mir zerbricht und ich trinke immer weiter. Rein damit! Und ich trinke immer. Ey, sag mal ehrlich, bist du hier im Chat, hast du wirklich die Flasche gesoffen oder hast du wie ich in meinem Wunderbäumchen-Video gemacht und hast Eis hier reingefüllt? Komm, hör auf mich zu lumpen. Das gute Stoff, das Stöpfchen schüttet man doch nicht so weg. Auch eigentlich ein total doper Beat. Vielleicht ein bisschen arg durcheinander, aber... Zu schnell, zu viel, das falsch und ich trinke immer... Hast du meine Welt vor mir zerbricht. Und ich trinke immer zu schnell, zu viel, das falsch und trinke immer weiter. Schön. Schön, taugt mir richtig nice. Stabil, Alter, ohne Ende. Stabil ohne Ende, lieber Morty. War die Kamera die ganze Zeit unscharf und keiner sagt mir das, ja? Richtig korrekt, Alter. Richtig korrekt. Ist auch ein Kommi. Ein Kommi vom Boss. Ja, da gibt es auch noch einen Kommi vom Boss. Hier, ich möchte wie jedes Mal euch bitte dazu animieren und ermutigen, hier eure Stimme dazulassen. Ja, das ist sowohl für den Kandidat, der hier was eingereicht hat, als auch für den Chat, als auch für mich und für alle Zuschauer. Einfach nur geil, je mehr Stimmen da sind. So, das ist ja nur ein Klick, die gelb, ne? Also, lang genug hier gelabert. Jetzt gehen wir rein in den nächsten. In die nächste Nummer. Und die ist von unserem guten Lampero. Lampero. I'm so sorry, ich weiß nicht genau den Namen. Kopf heißt der Song. Und Kopf ist ein Titel, der für mich erstmal ansprechend ist. Gib die Kohle her. Dampf kann ich gar nicht genau sagen, warum, aber der Kopf ist auf jeden Fall ein sehr großer Bestandteil bei mir. Und das sage ich nicht, weil ich einen Wasserkopf habe. Und eine Stirn eines Rhinoceros-Babys, sondern weil der Kopf bei mir immer eine große Rolle spielt, so die Gedanken. Und vielleicht geht es in die Richtung. Let's go. Ich fick meinen Kopf, denn ich gehör einfach nicht hierher. Schöne Melodie. Das ist erstmal so eine schöne Gitarrenmelodie, so, ne?
Und dann eine schöne. Schöne Melodie. Dick mein Kopf, denn ich gehöre einfach nicht hierher. Narben so tief, versinke immer weiter im Meer. Narben so tief, versinke immer weiter im Meer. Guck mal, das. Ich fick mein Kopf, denn ich gehöre einfach nicht. Warte mal, wie hast du es gemacht? Ich fick meinen Kopf, denn ich gehöre einfach nicht hierher. Guck mal, ich fick meinen Kopf, denn ich gehöre einfach nicht hierher. Das ist schön, weil da keine Pause drin ist. Dieser da 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 da. Und jetzt beim zweiten Mal. Narben so tief, versinke immer weiter im Meer. Ich finde, du hättest anstatt weiter eine Silbe nehmen müssen, ein Wort nehmen müssen, was drei Silben hat und nicht zwei. Da 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 im Meer. Narben so tief, da 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 im Meer. Weil die Pause, ich versinke immer weiter im Meer. Diese Pause, jetzt ist in meinem, also bei mir wirkt es so, dass das halt das so ein bisschen unprofessionell. Ich würde jetzt schon direkt sagen, du hast kein Label am Start. Ich würde so weit gehen, das ist gut, was du machst, du verstehst mich nicht falsch, so, ne? Aber dieser kleine, dieses kleine Ding, dass du da eine Pause lässt vor im Meer. Wirkt für mich so, dass es diesen, das nimmt diesen professionellen Touch direkt, was nicht heißt, dass es schlecht ist, aber ich glaube, kein Label wird es so abgehen. Kein Label wird es so abgeben, weil Labels sagen halt so von wegen, das muss runter sein, da muss eine Silbe hin, so, wenn du Leute im Rücken hast. Die würden dir sagen, da muss eine Silbe hin, so. Versteh mich nicht falsch so, ne, aber das ist so meine Wahrnehmung. Ich fick meinen Kopf, denn ich gehör. Okay, das kommt noch mal vorne. Narben so tief, versinke immer weiter im Meer. Ich fick meinen Kopf, denn ich gehör einfach nicht hierher. Narben so tief, versinke immer weiter im Meer. Meer! Also ja, schon ein bisschen Schema F, so, das kennt man ja, diese Struktur, dass man erst so ohne Trumps halt einmal singt. Mit weniger Stimmen, ein bisschen low, dann kommt der Drop und dann rastet man aus. Also das ist auf jeden Fall so dieses Schema, was man ganz schön oft bekommt. Du wiederholst einfach die zwei Zeilen vom Anfang. Ist nicht ganz mein Film, ist mir vielleicht auch ein bisschen zu primitiv, ist auch nicht so meine Musik, aber ich finde es trotzdem gut. Also bis auf diese Pause vor im Meer, das stört mich halt so, weil für mich das ist für mich, gerade bei der Hook, die du in den ersten vier Zeilen oder in der Hook, wo du in den ersten vier Zeilen zweimal diese immer Zeile wiederholst und es quasi so der Kern von dem Song bis jetzt ist, ist mir das eine zu große Fehlerstelle, ne? Aber ich glaube, dass das, wenn man es objektiv betrachtet, eine Nummer ist, die gut funktionieren kann. Narben so tief, versinke immer weiter im Meer. Ihr fickt euren Kopf, denn ihr wollt alle in den gleichen Kreis. Guck mal, da ist wieder, das ist eigentlich voll gut. Ihr fickt mein Kopf. Du hast eine sehr interessante Stimme, die du auch echt gut unter Kontrolle hast. Aber da ist wieder diese Pause drin. Und du machst es vielleicht mit Absicht so, ne? Es ist einfach nur so, dass für mich das einfach. Ihr fickt euren Kopf, denn ihr wollt. Guck mal, nach, denn ihr wollt. Ihr fickt meinen Kopf, denn ihr wollt. Da, da. Aber wenn du. Ihr fickt meinen Kopf. Da, 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 da. Wenn du da, 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 da. Du müsstest durchziehen, halt eine Silbe da noch rein. Da, in Also guck mal, ich will ehrlich sein, so, es ist gut, ich finde deine Stimme interessant, ich finde auch, wie du da deine verschiedenen, einmal, dass du so hoch gehst, dann wieder tief und dann breit und laut und so, das klingt alles gut, es ist aber ein bisschen so eine Schema-F-Nummer getoucht, so, auch anhand, was du jetzt so sagst, wir zahlen alle denselben Preis und es ist so Floskeln so ein bisschen so, ne, Ich mach einfach weiter. Ich kann sie schon im Dunkeln sehen. Die Leiter. Guck mal, wieder diese. Okay, es ist wirklich. Ich darf mich daran nicht aufhängen. Sorry, ich bin jetzt so einer. Ich musste einmal Stopp drücken. Aber das ist wirklich. Natürlich sagst du, du machst es mit Absicht, weil du hast es ja so gemacht. Deswegen im Endeffekt, diese Nummer kommt ja nur so zustande, weil du es so gemacht hast. Und es impliziert halt brutal, dass du dieses Ding alleine geschrieben hast, so. Weil, nimm's mir nicht übel, so. Das ist nur meine Wahrnehmung. Und ich sitze halt oft mit Leuten zusammen oder hin und wieder unterhalte ich mich auch mit Leuten, die halt viel Musik machen und so. Und diese Pausen.
glaub es mir, die wirken unroutiniert. Und natürlich machst du es mit Absicht, weil du es einfach vielleicht noch nicht besser weißt. Und hättest du halt jemand, hättest du halt Leute um dich rum, was ich nicht sagen will, dass du das brauchst, es ist geil, dass du es alleine machst, aber hättest du Leute um dich rum oder ein Label im Rücken, die würden dir sagen, Digga, das klingt unroutiniert. Da zahlen wir alle denselben Preis. Ja, ich mach einfach weiter. Ich kann sie schon im Dunkeln sehen, die Leiter. Guck mal, ich kann sie schon im Dunkeln sehen, da daben, Leiter. Du misst einfach nur eine Silbe rein. Es fickt mein Kopf, doch ich mach einfach weiter. Ich kann sie schon im Dunkeln sehen, da hinten steht eine Leiter. Da lappen, lappen, rappen, lappen, da gedappen, Viper. Da dappen, dappen. Ja. Die Leiter des Erfolgs. War der erste Track, der alleine entstanden ist. Ja, siehst du, okay, das ist ja gut. Und was an so Dingern halt gut ist, sie sind authentisch und sie beinhalten halt deine Wortwahl. Und das ist gut, Dicke. Mach einfach weiter, ich kann sie schon im Dunkeln sehen. Die Leiter des Erfolgs, alle um mich rum spielen verrückt. Dabei bin ich nur auf der Suche nach meinem Glück. Ja, also ich werde jetzt anstrengend und ich versuche jetzt, ich weiß nicht, ob ich mich daran halte, ich sage jetzt nichts mehr zu diesen Pausen, okay? Auch wenn sie relativ sicher noch öfter vorkommen, weil sie jetzt hier wieder vorkommen. Wenn du auf mich hörst oder wenn du meinen Rat haben willst, achte darauf ein bisschen, dass die kurzen Pausen halt da nicht so reinkommen. Sei denn, es kann mal eine ästhetische Pause kommen, so, na klar. Aber das ist keine ästhetische Pause. Das ist so eine Pause, die entsteht, weil du noch nicht weißt, mit welchen Worten oder mit welchen Methoden du diese Lücken füllen kannst, so. Das ist keine gewollte Pause, so in dem Sinne. Und ich sag jetzt nichts mehr dazu, weil es sonst einfach nervig wird und mir die Leute wieder sagen, Gigi, du wiederholst dich 300 Mal. Ansonsten, wie gesagt, hab ich Lob für das Ding so, ne? Also versteht mich hier nicht falsch, Alter. Des Erfolgs, alle um mich rum spielen verrückt. Dabei bin ich nur auf der Suche nach meinem Glück. Mein Hunger endet nie, während ich diese Zeilen schreibe. Nice Einstieg, Stimme auch komplett gern nice, dass du da mit Beat mitgehst, Stimme Alter. Ich nur auf der Suche nach meinem Glück. Mein Hunger endet nie, während ich diese Zeilen schreibe. Eltern freuen sich, wenn ich oftmals verzweifle. Doch selbst sind sie verloren, im See voller Scheiße. Falls ihr was zu sagen habt, seid einfach leise. Wir sind gefangen im System, dafür braucht man sich nicht schämen. Werden alle unterdrückt, bis du dich vor der Gesellschaft bückst. Deswegen denk vorher lieber nochmal nach, bevor du jemandem deine unnötige Meinung sagst. Das ist wieder so. Also je länger ich das höre, deine große Stärke ist auf jeden Fall deine Stimme. Du hast auf jeden Fall die Emotion auch am richtigen Platz. Also die zwei Dinge erfüllst du komplett. Aber so Songwriting und Takt ist bei mir noch ziemlich stark ausbaufähig. Ich kann das gar nicht immer so festmachen, an was ich das merke. Aber du sagst ja selber, das ist dein erster Song. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, Jiggy, du weißt ja jetzt, dass er deinen ersten Song jetzt geschrieben hat. Aber ich hätte es direkt auch gesagt, dass du noch nicht lang rappst so. Oder singst oder Musik machst. Denk vorher lieber nochmal nach, bevor du jemandem deine unnötige Meinung sagst. Deine unnötige Meinung, da. Das unnötige einfach ein zu langes Wort. Das, ja. Zu atmen fällt mir schwer. Gefangen im Käfig, die nächste Flasche wieder leer, doch die Hoffnung wächst täglich. Das ist ein schöner ABAB-Flow, ist ganz nice gewesen. Ja. Ich fick meinen Kopf, denn ich gehör einfach nicht hierher. Namen so tief, versinke immer weiter im Meer. Ich fick euren Kopf, denn ihr wollt alle in den gleichen Kreis. Früher oder später. Auch das früher oder später. Das ist natürlich das früher oder das passt schon von den Silben her, aber nicht so, wie du es flowst. Früher oder später, weil du schluckst halt die Silben. Früher oder später zahlen. Wenn du das früher weiter vorne sagst, früher oder später zahlen wir dabei denselben Preis. Aber früher oder später, du sagst es halt so, du verschluckst es halt so. Früher oder später, als wäre das ein Wort. Früher oder später zahlen wir alle denselben Preis. Ich mach einfach weiter. Ich kann sie schon im Dunkeln sehen. Die Leiter des Glücks. Ihr haltet mich doch alle für verrückt. Ist man selbst überzeugt? Ist man arrogant? Ist schon krass. Ach. Nice, auf jeden Fall sehr schön, dass du so, das sorgt immer für eine schöne Struktur und das sind Dinge, die ich mag, dass du den zweiten Part genauso anfängst wie den ersten Part. Von den Lyrics her, das Einzige, was du änderst, ist, beim ersten Part siehst du die Leiter des Erfolgs, wenn ich mich richtig erinnere. Und im zweiten Part siehst du die Leiter des Glücks. Und das ist halt schon nice so. Einfach.
einfach weiter. Ich kann sie schon im Dunkeln sehen. Die Leiter des Glücks. Ihr haltet mich doch alle für verrückt. Ist man selbst überzeugt? Ist man arrogant? Ist schon krass, ach, wie oft hab ich... Ist schon krass, ach, interessant, er gibt mir Nemo-Vibes, Digga. Ist schon krass, ach. Alle für verrückt, ist man selbst überzeugt, ist man arrogant, ist schon krass, ach. Wie oft hab ich mich im Leben verrannt, hab mir an so vielen Menschen den Schädel verbrannt, die Finger verbrannt. Okay, Finger verbrannt. Leben gerannt, der Schädel verbrannt. Krass, ach, wie oft hab ich mich im Leben verrannt, hab mir an so vielen Menschen die Finger verbrannt. Social Life zwingt dich in die Ecke, bleib in Acht und passe auf, dass ich innerlich nicht verrecke. So oft am Boden, so oft geflogen mit der Lüge, die sich Liebe nennt. Frage das, ist, das war ein nicer Flow, Digga. Es kommen manchmal so Dinge, also du mach einfach weiter. Bei dir ist so wie wirklich so dieses Ding wieder so Practice, Digga. Mach einfach weiter. Mach einfach weiter. Und erzähl vielleicht, wenn das so ein Problem bei dir im Leben ist, nicht überall rum, dass du an dich glaubst, weil es gibt immer Leute, die halt so, solange du das weißt, ist gut so, aber diesen Struggle so, Digga, das, ich glaube, es gibt, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt nicht mal einen Savage oder so, hat wahrscheinlich, als er das erste Mal gesagt hat, ich werde Rapper oder ich will Mucke machen, haben alle gesagt, ja, du bist die King of Rap, mach das. Sondern alle, wir Musiker müssen erstmal durch eine ganz dicke Schale an Gegenwind bohren. Meine Mutter war am Verzweifeln, mein Vater fing an zu weinen, als ich sagte, ich werde Rapper statt technischer Zeichner. Irgendwie so rappt er auch. Innerlich nicht verrecke, so oft am Boden, so oft geflogen mit der Lüge, die sich Liebe nennt. Frage mich, wo die nächstliebenden Menschen geblieben sind. Alle malen ihr eigenes Make-up, zeigen nur die schönen Dinge. Warum juckt euch das, wie ich meinen Alltag verbringe? Keine Selbstacht, kein Selbstvertrauen. Nur noch wichtig, dass alle auf dein ach so schönes Leben schauen. Verurteilung auf erster Sicht. Jetzt, es wird immer unroutinierter so in den Parts, Digga. Es wirkt so ein bisschen, es wirkt wirklich unbeholfen. So. Ich hab das ja in meinem Rap-Tutorial oder in Spoofy und meinem Rap-Tutorial einmal gemacht, dass wir dann so diese Lyrics auseinandergenommen haben. Dass ich den Song auseinandergenommen habe und wirklich so die Zeilen, also ich habe die Reime so genommen und auch den Inhalt der Zeilen, ich habe sie nur halt geschliffen und rund gemacht so. Und bei dir, das, da habe ich auch brutal, mir juckt's in den Fingern so. Weil da ist nahezu, und das klingt jetzt natürlich total arschig von mir, und vielleicht auch ist es übertrieben ein bisschen, aber im Grunde genommen ist es in meiner Welt so, es gibt kaum eine Zeile, die ich nicht gerne schleifen, schieben und drücken und stretchen würde, so rund machen würde. Wichtig, dass alle auf dein ach so schönes Leben schauen, Verurteilung auf erster Sicht. Wie ein Messer, das langsam mit der Spitze in dein Rücken sticht. Zu atmen fällt mir schwer, gefangen im Käfig, die nächste Flasche wieder leer. Doch die Hoffnung wächst täglich. Ich feg meinen Kopf, denn ich gehör einfach nicht hierher. Das ist aber die Melodie. Ich feg meinen Kopf, denn ich gehör einfach nicht hierher. Das ist schon gut, es geht gut ins Ohr, Digga. Namen so tief, versinke immer weiter im Meer. Ich feg euren Kopf, denn ihr wollt alle in den gleichen Kreis. Ich sag dir aus der Hook, die Hook ist wirklich so, das Gerüst von der Hook ist wirklich gut. Das geht richtig gut ins Ohr. Lampero, ist Lampero richtig oder Lampiro oder Lampiro oder wie? Hier, gerne Liebe da lassen. Bei dem Boy. Boy. Ich gehe mal ganz kurz eine Runde auf Toilette, ja? Ich bin sofort wieder da. So, einmal abstimmen bitte. Auch hier möchte ich euch bitte wieder dazu motivieren und ermutigen und auffordern, hier mal euren Klick da zu lassen. So, okay, wir machen weiter. Wir machen weiter und kommen zu einem jungen Mann, ja, der mir bekannt ist, okay? Er ist mir bekannt aus bekannten Kreisen. Aus Gründen, ne? Ich kenne ihn. Er ist, unter Vertrag bei einem Label, bei dem ich ganz früher auch mal war. Und zwar ist es Audio Fat Records. Und der Rick Ross von Audio Fat Records ist Chris Rill. Und den kenne ich sehr gut. Und da haue ich natürlich Grüße raus. Und denjenigen, der das Video gedreht hat, hier der Moonframes, ne? Der war hier im Chat, das ist nämlich dieser Dennis, der mir vorher gesagt hat, dass es Membel und nicht Bembel heißt. In meiner Welt heißt es Bembel, Vater. Boah, die Bembel. Und ich hau jetzt mal hier Ole, ja, Chris und Dennis. Dennis ist schon mal da.
Ole und Chris, ich weiß doch, wie das bei euch abläuft. Ihr habt euch bestimmt jetzt hier, ne, schön im Loft getroffen. Nicht im Loft, nee, im Büro, hä? Schön hin in Rumpeheim, hm? Schön getroffen. Jetzt sitzt er da auf dem 4000 Zoll Flatscreen und zieht euch jetzt die Reaction rein, ne? Und, das Ding ist, jetzt folgendes. Es ist das erste Mal, dass ich hier in eine Reaction reingehe, wo ich sowohl den Song als auch den Sänger kenne. Ich kenne den Song nicht so gut, weil ich habe ihn einmal gehört. Ich habe ihn auch gehört, weil, wie gesagt, der Dennis ist ja ein sehr guter Freund von mir und der hat das Video gemacht und er hat mir das Video auch mal so gezeigt, von wegen so, hier ist es cool und blabliplub. Das heißt, ich kenne das schon so ein bisschen, ne? Jetzt frage ich dich, Chris. Meinst du, du tust dir damit einen Gefallen, dass du das hier eingesendet hast? Hä? Wir haben ja Voicemails gemacht, beziehungsweise kurz geschrieben. Und du weißt ja, dass ich eine ehrliche Haut bin, ne? Und dass es überhaupt nichts Persönliches ist, so, ne? Und dass ich einfach sagen will, was mir so auffällt, so, ne? Und bevor ich jetzt zu viel vorweg sage, gehe ich einfach da mal rein. Und wir freuen uns. Guck, Cream GmbH, das ist nämlich hier im Chat. Das ist nämlich genau der Chris. Ja, Shoutout geht raus, Digga. Shoutout geht raus. Ich weiß doch, dass ihr hier alle zuguckt. Komplett. Ach was. So, rein da. Stehst du da? Da stehst du doch sogar an der Bar, Chris. Ich wusste doch. Da stehst du doch sogar an der Bar. Baby, ich will high sein, mitten in der Nacht. Kommst du heute noch vorbei? Ich hab bisschen was im Glas, hab die rosarote Brille wieder auf. Baby, ja, ich seh doch, was du brauchst. Guck mal, wisst ihr, was das Ding bei so einer Nummer ist? So, ich hab bei sowas immer das Gefühl, das ist halt wirklich außerhalb meines Kompetenzbereichs, so, ne? Ich kann das jetzt so gut beurteilen, wie meine Freundin meinen neuen Track beurteilen kann. Wenn ich sie frage, sind die Rhymes dope, ist der Flow dope, dann denkt die sich so, ne? Also, natürlich kann es vielleicht ein bisschen mehr beurteilen, so, aber es ist allein diese, die BPM-Zahl ist ja weit weg von einem Hip-Hop-Ding, so, ne? Und das Gesinge ist auch jetzt nicht Hip-Hop, es ist aber auf jeden Fall so, dass ich objektiv betrachtet sagen kann, dass das schon gut funktionieren könnte, diese Nummer. Nacht, kommst du heute noch vorbei? Ich hab bisschen was im Glas. Das gefällt mir jetzt auch. Da 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 da. Ich bin mir nicht sicher so, das habe ich schon, Dennis, ich habe dich nie gefragt so, außer bei der einen Nummer, wo ich glaube, das war so ein bisschen Miami Yassin Flow. Mir kommt auch hier die Melodie ein bisschen bekannt vor, muss ich ehrlicherweise sagen. Sein, mitten in der Nacht, kommst du heute noch vorbei? Ich hab bisschen was im Glas, das gefällt mir jetzt. Die rosa-rote Brille wieder auf. Baby, ja, ich seh doch, was du brauchst. Baby, ich will high sein, mitten in der Nacht. Kommst du heute noch vorbei? Ich hab bisschen was im Glas, hab die rosa-rote Brille wieder auf. Baby, ja, ich seh doch, was du brauchst. Es ist halt so eine Mucke, die ist halt so, für mich klingt es jetzt so, dass sie darauf ausgelegt ist, einfach gut zu funktionieren. Also das ist so eine Mucke. Ole, ich kenne dich ja nicht so gut, ne? Ich glaube, wir haben es sogar noch gar nicht gesehen, aber über Ecken kennt man sich halt so, ne? Und deswegen will ich dir gar nichts unterstellen. Ich kann dir nur sagen, was ich so denke. Ich weiß nicht, welchen Trip du normalerweise fährst, wenn du Mucke machst, so welchen Film du fährst, so. Welche Musik machst und hörst du, wenn du allein bist und keiner dir zuguckt? Ist das diese Mucke? Weiß ich nicht. Ich glaube, wir schweifen alle ein bisschen ab und versuchen natürlich auch mit unserer Mucke so viel wie möglich Leute zu erreichen, so, ne? Eine sind dann mehr an dem eigenen Kern und manche halt weniger, so, ne? Die sind komplett irgendwo, Digga, sonst wo. Und so eine Nummer, das wirkt auf mich einfach so, als will man da gezielt einfach in den heutigen, in den heutigen Nagel der Zeit, sagt man das so? Nagel der Zeit treffen. So, ne? Also es ist eine einfache Melodie, es ist ein schneller Beat, auf den man tanzen kann, es ist High sein, tanzen, wo, Nacht, Club und so, Wortwahl so. Und es ist halt schon für mich nichts Besonderes, es ist Schema-F-Musik. Aber Schema-F-Musik funktioniert halt so.
Ole, ich weiß, dass der Chris mir mal so manchmal irgendwas, irgendwann haben wir den mal, haben wir mal bei Pitch mit dem Loft gesehen, da hat er mir was gezeigt, wo du auf dem Piano klimperst und singst und so. Und das fand ich deutlich beeindruckend. Das war das erste Mal, dass ich was von dir gehört habe. Da dachte ich mir, okay, krass, Alter, der ist schon nice. Und sowas, ich weiß nicht, ich finde so Mucke zensiert oder trimmt Künstler immer so. Weil das ist so, das ist einfach so, das ist halt so Schema F-Mucke. Und ich glaube, in dir steckt mehr. Ohne das schlecht reden zu wollen, Digga. Wenn es funktioniert, sei dir gegönnt, Alter. Brille wieder auf. Baby, ja, ich seh doch, was du brauchst. Schon seit Stunden dreht die Kleine ihre Runden zwischen Diskothek und Cocktailbar. Ey, aber komm. Ey, mach das doch nicht mit mir. Was macht es doch nicht mit mir? Ich muss es doch fragen. Weil wo ist denn die Melodie her? Schon seit Stunden steht die Kleine ihre Runden zwischen da und Cocktailbar. Ey. Ich seh doch, was du brauchst. Komm. Schon seit Stunden dreht die Kleine ihre Runden zwischen Diskothek und Cocktailbar. Der Chat ist ja Apache. Mir kommt diese Melodie sehr bekannt vor. Ich will dir nichts unterstellen, so, aber das kommt mir sehr bekannt vor. Von zu ist sie verschwunden, voll betrunken, Lichter funkeln, oh mein Gott, sie strahlt. Aber sehr krass auf Zeilen geschrieben. Auch wenn die auf Reime geschrieben, auch wenn die Reime jetzt an sich nicht so krass sind. Schon seit Stunden dreht die Kleine ihre Runden zwischen Diskothek und Cocktailbar. Was auch ein bisschen komisch ist, weil die Cocktailbar ist ja in der Diskothek. Aber egal. Schon seit Stunden dreht die Kleine ihre Runden zwischen Diskothek und Cocktailbar. Ab und zu ist sie verschwunden, voll betrunken, Lichter funkeln, oh mein Gott, sie strahlt. Ab und zu ist sie verschwunden, Lichter funkeln, betrunken, oh mein Gott, die Dabbedabbimbar. Hört sich fast genauso an wie Apache. Welcher Song denn? Jennifer Zimmerfeld. Man sieht sie sippen und tanzen, ja diese Bitch ist der Wahnsinn, wie sie mich in ihren Bann zieht. Wir sind am Driften, ich kann es nicht mehr. In ihrer Nähe fällt mir alles so schwer. Oh. Baby, ja, ich seh doch deinen Blick, doch dieser Club ist mir zu warm. Das ist schon auf jeden Fall nice, ist auch nice produziert so, also das ist halt schwer für mich so zu sagen, aber wirklich, mich würde es bei so einem Song nicht wundern, wenn er total durch die Decke geht. Wenn es total Boom macht, so. Weil das ist einfach, das ist halt diese Mucke, die halt total angesagt ist heutzutage, so. Doch dein Blick, doch dieser Club ist mir zu warm. Baby, komm, wir gehen noch ein Stück. Aber alles, was du sagst. Baby, ich will high sein, mitten in der Nacht. Kommst du heute noch vorbei? Ich hab bisschen was im Glas. Hab die rosa-rote Brille wieder auf. Ich seh doch, was du brauchst. Gib die Kohle her. Wie nennt man so Dampf Musik? Noch mal. Also das ist doch wirklich, also es ist doch weit weg von Black Music, oder? Es ist doch wirklich eher so, es ist doch auf jeden Fall ist sowas doch eher Pop, oder eher Schlager als Hip-Hop, oder? Es ist doch wirklich Schlager, oder? EDM? Baby, ich will high sein, mitten in der Nacht. Kommst du heute noch vorbei? Ich hab bisschen was im Glas. Hab die rosa-rote Brille wieder auf. Baby, ja, ich seh. Rosa-rot! Ist Adlib. Glas, hab die rosa-rote Brille wieder auf. Baby, ja, ich seh doch, was du brauchst. Digga, ich bin so einer, mich killen einfach so, mich killen flächendeckende Sub-Bässe, Digga. Guck mal, das wirkt immer so bedrohlich. Ich mag diesen Vibe, den Sub-Bässe ausstrahlen. Diese Danger, jetzt wird's Danger. Digga. Guck mal, jetzt, wenn er reinkommt. Drück ab! Bam, Rückschlag, der die ganzen Zähne raus. Baby, ich seh doch deinen Blick, doch dieser Club ist mir zu warm. Das sind schon gute Melodien. Das sind wirklich schon gute Melodien und ich will dir wirklich überhaupt nicht zu nahe treten, aber irgendwie haben die alle so einen Touch, sodass sie mir irgendwie bekannt vorkommen, diese Melodien. Seh doch deinen Blick. Doch dieser Club ist mir zu warm. Baby, komm, wir gehen noch ein Stück.
heute noch vorbei. Ich hab bisschen was im Glas, hab die rosa-rote Brille wieder auf. Baby, ja, ich seh doch, was du brauchst. Baby, ich will heil sein, mitten in der Nacht kommst du heute noch vorbei. Ich hab bisschen was im Glas, hab die rosa-rote Brille wieder auf. Rosaro. Ja, ich seh doch, was du brauchst. Also wie es Ivan auch sagt, Ivan, my friend, ist von den drei Songs auf jeden Fall der professionellste heute. Das sehe ich auf jeden Fall auch so, ja. Es ist aber auch für mich, ich weiß nicht, warte mal, hören wir erstmal zu Ende. Lasst gerne Liebe da bei den Boys, Kommentare und Likes und sonst was. Grüße gehen nochmal raus. Chris, Ole, Dennis. Das hört sich an wie so ein kompletter Name, Digga. Und wie heißt du? Ja, ich bin der Chris, Ole, Dennis, Digga. Ich bin der Pascha Sinnschmidt. Komplett. Also ich sag nochmal was zu den ganzen Songs, ne? Morty hat mir von der Stimme gefallen. Hat mir von dem Thema gefallen. Von dem, auch dieses leicht therapeutische mit Engel und Teufel auf beiden Schultern. Der eine will trinken, der andere weiß, es ist nicht gut. Passt perfekt zu meiner Therapie heute Morgen. Ich fand die Hook auch sehr nice hier. Ich kann mich leider nicht mehr dran erinnern, aber ich weiß, dass ich die Hook nice fand. Ich habe auch den Typ auf jeden Fall gefeiert. So, das war alles in allem eine geile Reimsetzung. Auch schöne Wortwahl. Richtig rundes Ding. So, auf jeden Fall richtig nice. Lampero, ich weiß seinen Namen leider immer noch nicht. Sorry. Hat eine sehr gute Stimme, die er auch sehr gut stellenweise eingesetzt hat. Und hat auch eine Hook-Melodie, von der das Gerüst auf jeden Fall sehr, sehr gut ist. Gekickt hat allerdings, meines Erachtens, so wie ich es beurteilen würde, ganz viele Fehler in seinem Song gehabt, wo man auf jeden Fall gehört hat, dass er noch sehr, 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 sehr unroutiniert ist. Und das hat mich sehr gestört. Und Ole Kleinfelder hat eine Nummer abgeliefert, die, glaube ich, heutzutage sehr, sehr gut funktionieren kann. Was aber alles, also so überhaupt nicht mein Film ist, wobei Lampero war auch jetzt nicht so mein Film. Sehr gut ausproduziert, sehr gutes Video. Dennis, Shoutout geht raus, hat der Ole gehabt. Und alles in allem wahrscheinlich so die hittigste Nummer von den heute, von den drei heute, ne? Alles in allem. Und jetzt kommt wieder mein ungefragter Senf. Mit wem würde ich gehen? Ich würde heute mit Morty gehen persönlich. Das ist nicht die aktuelle Abstimmung, das ist auch nicht der Gewinner von dem Stream. Der Gewinner wird auf jeden Fall morgen auf Instagram in der Abstimmung ausgewertet. Mir persönlich hat Morty am besten gefallen. Morty safe. Also Morty sogar, könnte sein, dass wenn ich mir ein bisschen was von dem anhöre, so andere Songs, dass da sogar was in meinen Playlist landet, weil das hat mir einfach am besten gefallen. Das war auch das Rappigste. Die anderen beiden waren halt eher so, da würdest du mich auch nicht vom Hocker hauen, wenn sie im Fernsehgarten laufen, so Mucke halt so, ne? Aber warum schreibst du Assi, Chris? Wegen was? Wegen Fernsehgarten? Ist doch so, Digga, ist ja die Realität. Ist ja nicht mal böse gemeint, es ist halt so. Spiel das Ding im Fernsehgarten, Alter, und die Rentner klatschen. Es ist for real so, Digga. Es ist halt nicht böse gemeint. Das ist halt die scheiß Realität, Digga.